Bin ich hier richtig bei Baranov? Ja, richtig. Komm rein. Jakob, oder? Ich habe immer mal wieder ein paar Schüler vom HBBK hier. Setz dich. Kannst du gerne deine Sachen schon mal auspacken? Und? Was machst du am HBBK? Metalltechnik. Wieso nicht ein bisschen alt für die Berufsschule? Ich habe davor 3 Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Aha. Und warum bist du jetzt hier? Wissen Sie doch. Englisch. Kannst ruhig du sagen, du bist ja nicht in der Schule. Ich bin Leander. Jay. Gut, Jay. Womit willst du anfangen? Mit nichts. Also hast du ein Buch oder irgendwelche Arbeitszettel dabei? Hier. Present Perfect und so ein Scheiß. Dazu haben wir die letzte Arbeit geschrieben. Hast du die mit? Rauchen kannst du später. Das hier ist mein Wohnzimmer. Ach ja? Warum eigentlich bei dir im Wohnzimmer? Can you ask that in English? Ach komm, bitte nicht dieses Only English, please, ey. Ich hasse das. Okay. Why do you Nachhilfe in your house? Is that a problem for you? Ich hätte nur keinen Bock auf everyday idiots in my house. Fucking English. Go and gone. Go and gone. Fuck shit, fuck ey. Ich würde ausrasten. Worauf hast du denn Bock? Metalltechnik? Hypnose. Gut, die Hypnoseausbildung kannst du dann ja später noch machen. Ne? Wir fangen jetzt mal mit der Korrektur der Arbeit an. Can I piss, please? Ja, die Tür vorne rechts. Ein Witz. Komm, wir gucken jetzt mal in die Arbeit rein, okay? Dafür bist du doch hierher gekommen, oder nicht? Also. Present perfect. Wir haben es ja. I have seen. She has learned. Hier. Das rot unterstrichene. Kannst du das korrigieren? Wir haben gerufen. We have called. Correct. Ja? Mach ich dich irgendwie nervös? Was? Quatsch. Hier. Du hast gefragt. Wie heißt das richtig?
Ich glaube, wir sind für heute fertig. Thank you.